Herzlich willkommen, meine lieben Tropicanas und Margaritas und Tropicaneros zu einer neuen Folge Tropico 5. Ich bin El Presidente Statico und ich habe einen neuen Brief vom Orden bekommen. Willkommen, Bruder. Ab heute gehören Sie und Ihre Familie zu den Auserwählten, die die Last auf sich genommen haben, die Welt zu regieren. Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören nun zu uns. Hier sind Ihr Mitgliedsausweis, Ihr zeremonieller Dolch und Ihr Umhang. Der Mitgliedsbeitrag wird jeden zweiten Montag am Monat fällig. Weil Sie unser neuestes Mitglied sind, werde ich Sie weiter bei Ihren Aufgaben unterstützen. Ich bleibe außerdem Ihr Hauptansprechpartner des Ordens, Leon Kane. Supi, alles klar, wir sind im Orden aufgenommen, haben einen zeremoniellen Dolch und einen Umhang bekommen, sehen bestimmt also ultra stylisch aus und machen jetzt einfach mal weiter. Ja, Familiendynastie, die haben wir doch schon, die Lannisters, die behalten wir. Was ist denn hier los jetzt? Huch. Huch. Heißt es, wir haben jetzt diese Folge, die Kampagne, die Quest damit beendet? Ich bin etwas verwirrt. Aber falls dies so sein sollte, haben wir ja nicht viele Möglichkeiten und könnten nur noch die Mission Besondere Beziehung auf Bao Bao spielen. Okay, und das werden wir auch machen. Somit starte ich direkt mal eine neue Kampagne. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei, wenn El Präsident eine Revolution startet. Aber trotzdem endlich etwas komisch. Endlich etwas Anerkennung. Ich wollte immer schon zu einer Geheimorganisation gehören, deren Ziel die Weltherrschaft ist. Sie haben mich sogar zum Gouverneur einer neuen Insel gemacht, um zu zeigen, wozu sie fähig sind. Nun wird es Zeit für das Einstandsritual. Meine neuen Brüder wollen, dass ich mich mit dem US-Präsidenten anfreunde. Der Orden will seinen Einfluss in Amerika ausweiten und hat mich ausgewählt, ihm dabei zu helfen. Mich mit den Yankees anzufreunden, liegt mir nicht im Blut, aber sicher werde ich das im Nullkommanichts drauf haben. Okay. Willkommen auf Ihrer neuen Insel, mein Schüler. Der Orden will, dass Sie die Freundschaft des US-Präsidenten gewinnen. Ihr Freund Penultimo könnte dabei helfen. Er weiß, wie man jedem im Nu unter die Haut geht. Das stimmt. Penultimo ist immer ein wahrer Begleiter und Helfer. Der US-Präsident sagte, dass ohne Unabhängigkeit keine Wirtschaft florieren kann. Machen Sie Tropico zur Wirtschaftskolonie und beweisen Sie ihm das Gegenteil. Dann wird er uns sicher besuchen und Sie haben genug Zeit, Ihren Charme spielen zu lassen. Na klar. Aufgabe: verdienen Sie mit Exporten 5000 Belohnungen. Der US-Präsident besucht Tropico. Leon Kane, alles klar. Dann versuchen wir doch mal 5000 zu verdienen. Uppala, das wollte ich nicht öffnen. Ich wollte eigentlich nur mal drehen, so, dass wir auch schön von vorne auf unseren wunderbaren Palast gucken. Und ich mache wohl einen kleinen Spaziergang in die Wälder und schaue mir die Palmen einmal von näher an. Von nahem, so. Oder ich muss einfach nur mal schiffen, ordentlich. Oh, schon fertig, na gut. Alles klar, so. Was haben wir hier denn? Zwei Quests und ein Hafen. Nichts Besonderes. Wir sind hier in so einer kleinen Bucht. Das sieht doch ziemlich angenehm zumindest aus. So, und dann schauen wir uns doch, was die Quest uns zu sagen hat. Seine Majestät hat einen äußerst raffinierten Plan ersonnen, um unsere Feinde in die Knie zu zwingen. Wir schicken ihnen Nahrungsmittel. Und sind sie erst faul und fett geworden, erobern wir ihre Länder. Ja, das haben sie mit Amerika genauso geschafft. Ihre erste Aufgabe ist es, mit der Nahrungsproduktion anzufangen. Seine Majestät denkt, sie sollten mit Farm, Rinder, in Klammern, beginnen. Erfüllen Sie die Wünsche seiner Majestät, erwarten Sie eine Mandatsverlängerung und andere Belohnungen. Aufgabe: bauen Sie eine Farm, Rinder, Belohnung, Ihr Mandat wird um 6 Monate verlängert. Sehr gut, das wollen wir. Der Herr Lord Oaksworth spricht ein wahres Wort. Alles klar. Wo setzen wir aber unsere Farm am besten hin? Ich könnte mir vorstellen, wir könnten hier so eine kleine Straße... Oh, das ist ja hier eine Mine. Dann würde ich sagen, wir setzen einfach mal eine Straße über die armen Hütten.
und vertreiben somit ein klein wenig die... Ich hätte schon fast gesagt, die Flüchtlinge, aber im Endeffekt sind es ja keine Flüchtlinge, nur Obdachlose, so rum. Nur, in Klammern, entschuldigt. So, dann schauen wir doch mal im Baumenü. Eine Farm, und zwar Rindermilch und Fleisch. Und die setzen wir hier schön an die Ecke. Ah, wunderbar. So, die wird gebaut, alles klar. Oh, aber ich sehe, wir haben sehr, sehr viele Obdachlose. Wir haben 18.000. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht einfach zum Beispiel hier die Straße noch einen kleinen Ticken verlängern sollte. So. Und einfach ein Häusele. Ein kleines Hüßlein. Hier hinbaue. Ja. So, eins wird erstmal reichen. Und mal schauen, wie es die Quest uns zu sagen hat. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Oh la la. Ich kann Ihnen unser Silberpaket anbieten, mal wieder. Das eine Handelslizenz und ein kostenloses Handelsschiff beinhaltet. Allerdings würde ich einem Mann wie Ihnen das Platinpaket empfehlen. Es beinhaltet nicht nur das komplette Silberpaket, sondern hat nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern drei spezielle Handelsangebote, mit denen Sie gleich loslegen können. Handel freischalten, ein kostenloses Handelsschiff. Da wir das letzte Mal das Silberpaket gekauft haben, diesmal aber deutlich viel mehr Geld haben, werden wir uns das Platin-Paket gönnen. Gönn dir. Alles klar. Wunderbar. Und ich spule auch direkt mal ein klein bisschen vor, dass es nicht so langsam wird. Wir kommen von unserem Schiffgang wieder zurück. Und machen jetzt erstmal eine kleine Pause in unserem Palästchen. Klar, Nickesche. Wie wir so schön in Hesse zu sagen mögen. In Tropico. Würde man sagen, ich mache jetzt eine Siesta. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Och, wie nett von Ihnen, Lord Oxford. Seine Majestät ist mit dem Fortschritt zufrieden. Um sich erkenntlich zu zeigen, hat er Ihr Mandat verlängert. Wunderbar. Außerdem können Sie das Anerkennungsschreiben gegen eine dieser fabelen Belohnungen tauschen. So, was wollen wir denn? Staatskassenzuschuss? Nö, das ist okay. Schweizer Nummernkonto, das ist so eine Sache. Da weiß ich nicht ganz genau, wie ich das bis jetzt zu handeln habe. Ich nehme einfach erstmal, obwohl 4 Jahre. Okay, wir nehmen die Kolonisten, dann haben wir schnellere Bevölkerung, das heißt auch dann eine schnellere Generierung unserer Zufriedenheit, mehr Revolutionäre und eine schnellere Revolution. Okay, dann die Kolonisten. Und eine neue Quest. Alles klar. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Jo, die ganzen Texte kennen wir bereits, aber die Evita Vasquez ist so nett und sagt uns nochmal, dass technischer Fortschritt natürlich ganz, ganz wichtig ist. Die Erforschung neuer Technologien erlaubt uns, unsere Wirtschaft und die Gesellschaft zu verbessern und die Ketten unserer Herrscher zu sprengen. Forschungsgebäude benötigen ausgebildete Arbeiter, die sie möglicherweise im Ausland finden und anstellen müssen. Ich baue jetzt eine Bibliothek und dadurch erhalte ich mehr Aufgaben. Sehr gut. Haben wir noch genug Geld, um die Bibliothek zu bauen? Alles klar, dann machen wir es doch wieder wie letztes Mal ungefähr. Wir bauen diesmal aber die Straße. Oh, hier ist nochmal ein Vorkommen. Dann würde ich sagen, wir bauen eher ein bisschen ins Grüne hinein. So. Und setzen die Bibliothek. Wo haben wir sie? Gemeinwohl? Nein. Hier. Setzen die Bibliothek. Was war nochmal der? Ah, hier. Direkt neben dem Palast. So. Das hätten wir. Wir könnten sogar... Ach nee, ich hätte fast gedacht, wir könnten sogar vielleicht noch ein kleines Häuschen hinbauen. Macht aber überhaupt keinen Sinn. Wir haben sehr, sehr wenig Geld. So, und was machen wir schon wieder? Wir spähen die... Wir erkunden die Gegend. Und der große Gabriel Lannister, der Astronaut, macht auch einen kleinen Spaziergang. Und legt sich jetzt zur Siesta. 10 Bürger kamen in Tropico an. Wunderbar. Wie viel haben wir denn mit unseren Waren verdient? Ich schätze mal noch nicht so viel. Wir haben eigentlich noch kaum was, was uns Geld geben würde. Aber Exportprofite sind doch mal ein bisschen hochgegangen. Ist doch schon mal gut. 2011
ganze Dollaros. Wow, stark. So, Bibliothek ist fertig, jetzt brauchst du noch einen Mitarbeiter. Mal gucken, wen sie bekommen. Ich vermute, wir müssten eigentlich auch schon Manager haben. Das heißt, ich schaue doch direkt mal bei unserer einzigen Maisplantage, ob wir nicht schon einen... Oh, der Vorarbeiter, den stecke ich immer gerne in die Minen. Und das machen wir auch direkt, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Wir bauen erstmal eine Straße von hier. Ja, hier hin. Und dann... Okay, da bin ich schon dran vorbei. Kann ich die noch nicht bauen? Kraftwerk? Abreißen. Hä? Ein Bergwerk. Ach, ich kann es noch überhaupt nicht. Ich muss die Schaufel. Schaufel! Wo bist du? Forschung. Die Sichel. Schaufel. So. Habe ich ganz vergessen, natürlich die Forschung reinzumachen. Wenn ich gar kein Tutorial habe, dann... So. Dann warten wir erstmal, bis unsere Schaufel ready ist und wir haben eine neue Quest. Subi. Phase 1 des Plans seiner Majestät hat begonnen. Alle Kolonien müssen Nahrungsmittel an unsere Feinde exportieren. Ja, um sie schön fett zu machen. Jetzt, da die Lieferungen begonnen haben, dauert es nicht mehr lang. Wenn unsere Gegner fett genug sind, erobern wir im Namen seiner Majestät die Welt. Yippie! Aufgabe, exportieren Sie 3000 Fleisch. Belohnung, Ihr Mandat wird um 6 Monate verlängert. Okay, ja, dann brauchen wir doch eigentlich noch eine Rinderfarm. Wir haben so viel Fleisch. Das heißt, ich mache direkt nochmal schnell ein Rinderfärmchen. Direkt hier nebendran. So. Das sieht doch mal schon gar nicht so schlecht aus. Unsere kleine Stadt wächst und gedeiht. So. Oh. Falsch. Unsere Stadt wächst nicht und gedeiht. Die Krone überweist uns zwar 5.800 Dollar, aber ein Bürger hat Tropico verlassen. Dem gefällt das wohl gar nicht gut. Ich glaube auch, das hat hier damit zu tun, dass er keine Wohnung findet. Habe ich nicht die Möglichkeit, ihm vielleicht ein etwas größeres... Hier so ein Haus oder sowas? Oder so hier so eine Mietkaserne? Das wäre doch supi. Na gut, dann bauen wir hier nochmal ein Häuschen hin. Das wird unsere Häuschenpromenade, beziehungsweise zwei. Wir hoffen, dass mehrere Bürger kommen und nicht abhauen. Wollen wir doch nicht. So, unsere Rinderfarm baut sich. Was wir natürlich immer noch brauchen könnten, und das gucke ich jetzt mal, ob wir das nicht bekommen. So, wir bauen die Straße hier erstmal ein bisschen weiter. Machen hier eine Schneise rein. Und dann... Passt auf, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ein Holzfällerlager. Und zwar hier einmal auf diese Seite. Na, das können... Ja. Sehr gut aus. Das kann, glaube ich, das ganze Holz hier im Umkreis abbauen. Wunderbar. Für eine Plantage haben wir leider sehr, sehr wenig Platz und ich sehe, die Hütten werden immer mehr. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Oh, aber ein neuer Frachter. Ich hoffe, er bringt uns ein paar neue Leute und exportiert ein bisschen Fleisch. Fleisch müsste auch schon exportiert werden. Unsere eine Farm steht ja auch schon ein kleines bisschen. Aber vielleicht sind ja mittlerweile unsere... Welche Exporte sind das hier nochmal? Mais? Nein. Ach ne, wir müssen einfach nur 5000 Dollar mit exporten, stimmt. So, genau. Okay. Unsere Bibliothek müsste doch auch... Wir haben immer nur noch einen Manager. Wen haben wir denn da als Arbeiter? Juana Salazar. Ist ja fast... Naja. Mirta Cruz. Mirta Cruz. Sehr gut. So, 1785 Dollar als Waren wurden vom Frachter abgeholt. Und wir haben eine neue Quest. Super. So. Presidente, Bildung ist wichtig. Warum schauen Sie mich an? Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich nicht von der... auf einer der besten Universitäten der Welt gegangen wäre. Penultimo, ich bin jetzt leider ein bisschen traurig, denn ich habe so wenig Geld, um dich nicht auf eine gute Universität zu schicken. Ich würde sehr gerne nach Harvard, oder zumindest nach Lomonosov, aber ich habe nur 8700.
Okay, gucken wir doch erstmal, was er zu sagen hat. Ich bin sicher, dass die meisten ihrer Familienmitglieder die Zeit in der Uni lieben werden. Das werden 2 wunderbare Jahre aus betrunkenen Partys und neuen Erfahrungen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und zum Abschluss bekommt man sogar ein Diplom. Die einzige Frage, Präsidente, ist doch, welche Universität die Ehre haben soll, ein Mitglied ihrer Familie als Studenten zu begrüßen zu dürfen. Ach, natürlich mein Familienmitglied, nicht den Penultimo, der muss ja hier bleiben, dem muss ich immer noch hauen können, als Präsident, das ist ganz wichtig. Aber dann wird der Gabriel Lannister, unser Astronaut, anscheinend für 2 Jahre weg. So, das Effekt, dass Familienmitglied verlässt die Insel für 2 Jahre und kehrt mit einer verbesserten Fähigkeit und weiteren Boni zurück. Ach, jetzt ist nicht die richtige Zeit für Urlaub. Ich habe leider nicht genug Geld, um einfach... Ich würde so gerne. Und ich versuche es jetzt einfach mal. Können wir uns ins Minus stolpern? Weil ich würde sehr gerne bessere Auslandsbeziehungen bei der Rückkehr haben. Ich meine, wenn der Plan quasi ist, die Amerikaner fett zu machen und den Präsidenten mit unserem Charme zu übertünchen, umzustimmen, dann sind doch eben die Auslandsbeziehungen nicht schlecht. Wobei ich mir denke, dass russische Auslandsbeziehungen vielleicht für den US-Präsidenten nicht so vorteilhaft sind. Deswegen, gut, nehmen wir jetzt einfach mal die Staatsuniversität und... Ja, und hoffen einfach auf weitere Boni und verbesserte Fähigkeiten. Unser Charme muss reichen. Alles klar. Magellan. Und den. Wir haben nur den Gabriel. Er ist ein Vorarbeiter. Warum habe ich ihn eigentlich als Vorarbeiter? Ich glaube, das konnte man nicht wirklich auswählen. Und es kam darauf an, wie man geboren wurde. Oder was ich ihm, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt habe. Oder nee, was für eine Feier ich, glaube ich. Ein Sing-Contest oder sowas habe ich veranstaltet. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist doch auch schon ein kleines Weilchen her. So, was können wir denn jetzt hier genau machen? Wir müssten eigentlich warten, bis unsere Rinderfarm genug Fleisch exportiert. Die Waren sind angekommen. Die Prozente sind ein klein wenig gesunken. Wobei die Hütten auf jeden Fall weniger geworden sind, was schon mal sehr, sehr gut ist. Okay, wir haben keinen... Ach, der einzige Manager war natürlich der Gabriel. Jetzt verstehe ich. Okay, und wir schauen, was es hier Neues gibt. Freiheit gibt es nicht geschenkt. Wir müssen sie uns mit Gewalt nehmen. Wir müssen unsere Soldaten trainieren, damit sie bereit sind, für unser Vaterland zu kämpfen und zu sterben. Viva la Revolution! Wir müssen uns auf den kommenden Konflikt vorbereiten. Sie sollten unsere Wissenschaftler beauftragen, die dafür notwendigen Technologien zu erforschen. Aufgabe: erforschen Sie der Abzug. Belohnung: Unterstützung durch Revolutionäre. Das nehmen wir natürlich an. Wir brauchen die Revolutionäre und gucken doch mal, da uns die Forschung jetzt... Ach, wir haben noch einen Monat die Schaufel und danach brauchen wir den Abzug. Ich glaube, den bekommen wir aber erst genau, wenn wir 2 weitere Technologien... Also nehmen wir danach wahrscheinlich die Sichel. Ne, beziehungsweise die... Oh je. Ja, die Sichel. Für unsere 2 Rinderfarmen ist natürlich besser als für eine Maisfarm, die Cowboys zu nehmen. Gut, wir warten aber noch einen Monat ab. Und ja, dann können wir auch schon anfangen mit dem Abzug. Leider haben wir auch noch nicht die Möglichkeit, Bergwerke zu machen. Wie sieht es denn aus mit unserem Holz? Ganz gut. Ja, wunderbar. So ist es. So wünscht sich der... Genau. So wünscht sich das ein Bader, Diktator und Revolutionär. Unser Suchkommando, also ich, hat die Schaufel gefunden. 40 Stück. Wenn ich herausfinde, wer sie dort versteckt hat, bringe ich ihn um. Ich gab sie den Bergarbeitern, damit sie sie an einen sicheren Ort bringen können. Zum Beispiel unter die Erde. Aber genau das haben sie doch gemacht. Unter die Erde. So, aber Bergwerke haben wir freigeschaltet. Die Schaufel hat sich einfach so freigeschaltet. Mussten wir das nicht... Ach so, wir haben die Schaufel. Entschuldigt. So, jetzt nehmen wir natürlich die Sichel und warten die 5 Monate ab. Und danach können wir auch schon den Abzug machen. In der Zeit bauen wir doch natürlich dann das Bergwerk direkt hier hin. Sieht aus wie Eisen. Hä? Wird das jetzt schon automatisch gemacht? Ich sehe nämlich nicht, dass da... Ah ja, wahrscheinlich. So, haben wir hier irgendwo vielleicht noch ein Bergwerk? Ja, sieht nicht so aus. Hier oben war noch eins. Auch Eisen. Die Frage ist, ob ich mir das gerade finanziell leisten kann. Das ist eine sehr gute Frage.
Vermutlich nicht. Wie viel kostet denn so ein Bergwerk? 2500. 4933. Naja, ist jetzt nicht gerade die Welt. Entschuldigt. Und für einen Diktator sowieso nicht. Wir müssten das 50-fache auf unserem Schweizer Nummernkonto haben. Erst dann sind wir ein wahrer Diktator. So, aber wir versuchen es trotzdem doch mal. Wir bauen die Straße jetzt einfach so irgendwie hier hin. Bauen uns das Bergwerk schon mal hin und ziehen dann die Straße nochmal hinterher quasi. So, das Bergwerk und die Straße. So. Ja, sieht doch schick aus. Wunderbar. Hauptsache es passt. Okay, wir haben noch keine Mitarbeiter, doch. Oh, wunderbar. Wir haben Mitarbeiter bekommen. Den Arnaud Alexandre. Ein Franzose. Oh, was macht denn ein französischer Mann in unsere Tropico? So, Felicitas. Governor, die Leistungskraft von Tropicos Wirtschaft ist höchst bemerkenswert. Es sieht fast so aus, als wollten sie mich persönlich damit herausfordern. Holy shit. Rudy Thompson, Sie haben mich erschreckt. Sehr, sehr krass. Läuten die Glocken, ich komme euch besuchen. Der US-Präsident kommt in einem Monat schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin aufgeregt, alles klar. Aber ich hoffe, ihr seid natürlich nächste Folge wieder dabei, wenn wir den US-Präsidenten auch tatsächlich begrüßen. Macht's gut, liebe Freunde. Ciao.